Guten Morgen nach Deutschland. Viele Grüße aus Australien. Mein Name ist Edgar, ich bin 23 Jahre alt und mache gerade meine Abschlussarbeit im Fach High Performance Sport an der University of Technology in Sydney und nehme euch heute mal mit auf meinen Corona-Alltag in Australien. Das Erste, was sich für mich wie für einige von euch wahrscheinlich verändert hat, ist der Arbeitsweg, der sich jetzt deutlich verkürzt hat. Hier sind wir nämlich schon im Homeoffice. Normalerweise würde es jetzt mit dem Fahrrad 20 Minuten zur Arbeit gehen. Um den Aktivitätsverlust ein bisschen auszugleichen, gibt es morgens jetzt erstmal ein Läufchen und dann geht's los mit der Arbeit und mit Frühstücken. Das System wurde vor 2 Tagen mal geändert. Also normalerweise basiert hier in Sydney alles darauf, als Fußgänger musst du diese Knöpfe drücken, um quasi rüberzukommen auf die andere Seite. Und vor 2 Tagen haben sie jetzt schlauerweise mal eingeführt, dass das Ganze automatisch passiert. Also ihr seht, der Park ist ziemlich leer. Alles an Spielgeräten ist abgesperrt. So, jetzt geht's erstmal kurz ins Homeoffice und dann nehme ich euch später mit zum Strand. Ja, das ist also der weltbekannte Bondi Beach, einer der belebtesten Strände weltweit. Ist hier eine kleine Fahrradtour hingemacht. Ihr könnt sehen, da sind ein paar Leute am Joggen und am Spazieren an der Promenade. Aber der Strand ist komplett gesperrt und leer. Hier auch nochmal der dezente Hinweis. Beach closed. Ein paar Leute auf der Wiese, aber niemand am Strand. So, wir sind jetzt im Shopping Center. Ihr seht, hier ist noch einiges los. Und obwohl, sage ich mal, eigentlich nur noch die essentiellen Läden offen haben sollten, kann man natürlich drüber streiten, welcher Laden wie essentiell ist. Auch im Supermarkt geht es, wie ihr sehen könnt, noch sehr normal zu. Das war schon mal schlimmer hier, dass die Regale leer waren. Aber das hat sich alles wieder ein bisschen gelegt. Ich persönlich kann mich sehr glücklich schätzen und bin bislang eher wenig von dieser Krise betroffen. Für mich gilt es hauptsächlich, die Zeit zu füllen, die tagsüber zur Verfügung steht. Des Tages gibt es noch mal ein kleines Homeworkout. Das findet jetzt heute hier in meinem Zimmerchen statt. Das liegt aber mehr daran, dass es jetzt angefangen hat zu regnen, als an der Quarantäne. Für ein etwas anderes Workout haben mein Mitbewohner und ich uns auch ein kleines Gym in unserem Hof gebaut. Aus alten Fliesen, Holzteilen und Seil wurde da ein kleines Fitnessstudio. Das war mein Tag hier in Australien. Wie ihr seht, kriege ich mich noch sehr gut beschäftigt und fühle mich wohl hier soweit. Deshalb gibt es auch für mich bislang keinen Grund, die Rückreise verfrüht anzutreten und ich plane bis Ende Juni hier zu bleiben. Hallo, mein Name ist Tobias und meine Freundin Stephanie. Und ich, wir sind momentan in Medellin, Kolumbien. Wir arbeiten als Freelancer für eine australische Reiseagentur. Das heißt, wir sind ortsunabhängig und können als sogenannte digitale Nomaden in verschiedenen Ländern arbeiten. Meistens bleiben wir 3 bis 4 Monate in einem Land. Wie man sieht, ist das Wetter hier ganz angenehm. Medellin wird auch die Stadt des ewigen Frühlings genannt. Von der Stadt selber konnten wir leider noch nicht viel sehen, weil direkt nach unserer Ankunft die Quarantäne ausgerufen wurde. Und hier in Kolumbien ist es eigentlich ein kompletter Lockdown. Also bis auf der Gang zum Supermarkt dürfen wir eigentlich die Wohnung nicht verlassen. Hier in Medellin haben wir eine kleine Ferienwohnung
Und der Plan war eigentlich, dass wir für circa 2 Monate hier wohnen und arbeiten. Unsere Arbeit in der Tourismusbranche ist von dem Virus natürlich sehr stark getroffen. Wir haben momentan noch circa 3 bis 4 Stunden pro Tag zu tun. Hauptsächlich Umbuchung von bereits gebuchten Reisen bzw. Stornierung. Daher haben wir jetzt viel Freizeit, die wir nutzen, um zu lesen. Wir kochen gemeinsam. Wir halten uns fit mit Sport und Yoga. Und Stephanie hat vor kurzem angefangen, Deutsch zu lernen. Gerade sind wir unterwegs zum Supermarkt. Das ist auch immer ein bisschen unser Highlight, weil wir wirklich nur dann die Wohnung verlassen sollen. Ja, wie man sieht, ist relativ wenig los, bis auf Verkehr. Und auch hier gerade die Ecke, hier ist ein bisschen mehr los. Im Supermarkt ist auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten erlaubt und daher gibt es dann vor dem Supermarkt meistens eine relativ lange Schlange. Es funktioniert mal mehr und mal weniger gut mit Abstand halten. Also seit Anfang der Woche darf man im Supermarkt dann auch nur noch mit Mundschutz. Und im Supermarkt an sich wird halt reguliert, wie viele Personen gleichzeitig im Supermarkt sein können. Und ansonsten funktioniert es noch ganz normal. Ein Ritual hier ist auch, jeden Abend um 20 Uhr wird für die Mitarbeiter im Krankenhaus, im Gesundheitswesen wird geklatscht und applaudiert. Oft läuft dazu auch noch Musik. Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Ritual und es wird auch tatsächlich täglich gemacht. Also, tschüss! Tschüss und liebe Grüße aus Kolumbien. Mein Name ist Henning Sasse, ich bin hier in Baku in Aserbaidschan und zwar genauer gesagt in einem Zementwerk und ich bin hier der Geschäftsführer eines Baustoffunternehmens. Was jetzt den Coronavirus selbst angeht, da wissen wir nicht so recht, wie sich das hier in Aserbaidschan weiterentwickeln wird. Es gibt keine Ausgangssperre, aber es gibt gewisse Restriktionen. Also zum Beispiel Restaurants dürfen nur noch bis abends um 9 offen haben. Es sind im Grunde keine Touristen mehr im Land. Ich wohne in Baku in der Altstadt. Das ist ja so ein UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist leer. Die Altstadt ist leer, die Altstadt Bakus. Es ist ein gewisses Gefühl der Unsicherheit. Wenn ich jetzt das Land verlassen müsste oder wollte, wie ich im Moment das Land verlassen kann, es gibt eigentlich im Moment keine Möglichkeit. Also die Flüge sind im Grunde, alle Linienflüge sind ausgesetzt. Ich könnte vielleicht mit türkischen Charterflügen rauskommen bis in die Türkei. Wie es dann weitergehen würde, ist eine gute Frage. Wenn ich zum Beispiel mich anstecken würde, das ernst verlaufen würde. Ich habe keinen Überblick darüber, wie hier lokale Krankenhäuser ausgestattet sind. Also das ist natürlich ein bisschen zweifelhaft. Es gibt auch keine richtigen Informationen darüber, wie viele Corona-Testkits es zum Beispiel hier im Land gibt. Und also es ist alles sehr unsicher hier. Also wenn ich den offiziellen Zahlen so einigermaßen glauben kann, denke ich, es gibt eine gute Chance, das unter Kontrolle zu halten. Und vielleicht nicht solche Steigerungen und solche Zahlen zu erreichen, relativ zur Bevölkerung, wie jetzt in Zentraleuropa, Deutschland, Italien, Spanien. Es gab gestern Abend eine Ankündigung, dass die Regierung hier 1 Milliarde Manat zur Verfügung stellt. 500 Millionen Euro wären das ungefähr. Aber ob das Geld dann bei den Leuten ankommen würde, das ist natürlich viel zweifelhafter hier als in Deutschland.